Was hast du denn? Ich wasch ab. Weil die Spülmaschine kaputt ist? Nee, aber er hat's versucht. Aber das ist wohl die Elektronik. Wir brauchen eine neue. Ja, das wird vermutlich teuer. Oh, Lilly, da kannst du jetzt nicht hochspringen. Da steht alles rum. Da steht alles rum, das ganze Geschirr. Wirklich nicht. Mäuschen, was magst du denn? Magst du mir beim Abwaschen helfen? Nein? Kann ich verstehen. Mir macht's auch keinen Spaß. Schatzi. Aber lässt du mich mal weiterarbeiten? Kleines? Weil sonst gibt's keine sauberen Futternäpfe und auch nichts zu essen. Das wäre blöd, oder? Ja, ziemlich. Das denke ich auch. Leg dich mal hin, dann kann ich weitermachen, ja? Na los. Guck mal, ich zeig's dir. Guck, Schatzi, guck. Da. Mama wäscht ab. Schau. Okay. Und du kannst nicht helfen. Nur weil du eine kleine Katze bist und es nicht kannst. Ich weiß, ich rede immer Unsinn mit dir. Na komm, Mausi, leg dich hin, ja? Ist ein blöder Tag heute, Kaputte Spülmaschine ist doof. Komm mit, Schatz. Komm, leg dich hin, ja? Ja, okay. Geh schon ein bisschen darüber. Guck, kann dich da hinlegen. Komm, Mausi. Komm, geh da hoch. Nein? Nein. Oh, Mausi will raus. Soll ich dich rauslassen? Aber es regnet. Raus? Na, guck, das ist der Schrank, den die Mami heute aufbauen wollte, bevor die Spülmaschine lieber kaputt gegangen ist. Ja, Regen. Blöd, oder? Wisst ihr doch nicht. Lilly? Lilly, rein oder raus? Diese Katzen sind so entscheidungsfreudig. Kommst du wieder rein, gell? War klar. Oder man bleibt einfach in der offenen Tür sitzen. Natürlich, heizen ist so günstig. Schatzi, komm, ich kann die Tür nicht offen lassen im Treppenhaus. Komm, Mäuschen. Ja, komm wieder rein. Was machst du? Gehst du raus? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Und das Auto, das ist ein guter Plan. Nein, auch nicht. Doch nicht. Und das andere Auto. Okay. Und wieder rein. Okay. Ja. Hättest doch gleich auf mich hören können, hä? Das hat sich jetzt ja gelohnt. Mäuschen, komm. Na, komm mit. Kommst du wieder rein?